Tja, was sage ich? Das Podest muss für diesen Phänokristall wichtig sein. Sonst würde es nicht durch die riesigen Steine gesichert. Was haben wir hier? Das Podest muss für diesen Phänokristall wichtig sein. Okay, Phänokristall? Was ist das hier? Aber das ist ein Code wahrscheinlich. Ich schreibe mir das mal auf den Zettel. Rot, grün, blau, weiß. Ich muss nur alle diese Steine absenken. Ach so. Ah. Der geht nicht. Tauscht der denn immer die Position? Nein. Wieder alle raus hier. Keine Ahnung hier. Ja. Ist es dann wieder resettet? Ja, ist wieder resettet. Okay. So, damit schalte ich immer die Dinger weiter, richtig? Damit schalte ich weiter. Aber gibt es hierfür echt keinen Hinweis? Hä? Was? Jetzt ist der da hinten oben. Oh. Oh. Dieses Pulver muss wichtig sein. Aber was ist, wenn es in der Unterwelt keins gibt? Ich finde besser einen Behälter dafür, der groß genug ist, damit ich wieder nach Hause kommen kann. Na, hier. Ich besorge mir besser genug von dem Pulver. Wenn es mich in die Unterwelt bringt, brauche ich genug davon, um wieder nach Hause zu kommen. Und jetzt können wir aufs Podest gehen? Nee. Oder müssen wir das... Hey, Bogel! Beweg dich! Okay, Bogel. Ich hoffe, ich hatte die richtige Idee. Oh, Kapitel 2, Escamba. Wir sind also in der nächsten Schicht angekommen. Sir, Sie waren beide da drin. Und? Sie sind nicht mehr. Und das Kind? War nicht zu finden. Das Kind muss gefunden werden. Sofort.
Wer war das denn mit dem güldenen, wallenden Haar? Das hätte aber ganz schnell nach hinten losgehen können. Okay. Eine Kachel. Oben war aber noch eine zweite, oder? Ich suche immer das X, ne? Mal, können wir die hier nehmen? Doch, nö. Oh nein, nicht schon wieder. Animationsrecycling, aber es ist eine andere Kachel. Die haben hier live die Textur ausgetauscht, das ist ja cool. So, nimm mit. So, was haben wir jetzt hier oben? Hier oben haben wir nichts weiter, ne? Nö. Wobei, ich könnte mal das hier mal machen zwischendurch. Nicht, dass dann irgendwie, ne? Spiel spielt ab oder so. Hier drüben geht's auch nicht weiter. Hier ging es nach unten. Hier ging es nach unten. Gestern noch im wunderschönen Escarpa. Heute live bei uns auf der CD-ROM-Showbühne. Die Bitternuts. Mit Jack Klugmann als Herr Bitternut. Und Sandra Bohocke als Frau Bitternut. Mit Meinl McCorkin als kleiner Bobby Bitternut. Was, McCorkin? Heute treffen wir die Bitternuts, als es gerade an ihre Türe klopft. Augenblick! Adelbert, kannst du öffnen? Och, vergiss es. Muss ich denn hier alles selber machen? Ich komme! Huch, was für ein riesiger Besucher hier. Gibt's dich auch kleiner? Ich würde dich ja hineinbitten, aber ich bin nicht sicher, dass hier genug Luft drin ist. Adelbert? Schau dir diesen Kerl an. So sieht ein richtiger Mann aus. Adelbert! Oh, mein Junge, nimm das ihm mal nicht übel. Er benimmt sich nur mit seinem IQ entsprechend weit. Also, möchtest du reinkommen oder nicht? Vielleicht sollte ich lieber fragen, ob du reinkommen kannst, ne? Ja, die snackt hier ein bisschen. Oh, vielen Dank. Ich möchte. Hey, Mama, ich... Was jetzt? Hey, Mama, ich... Huch, wer ist denn der große Kerl? Kein blassen Schimmer, Junge. Warten wir mal ab, das wird sich schon rausfinden. Hallo? Mein Name ist Thorin, aus der Oberwelt. Und ich bin Frau Bitternut. Und das hier, das sind die Überreste meines Mannes, Herr Bitternut. Wie redet sie denn mit ihm? Und das ist Bobby, unser Sohn. Und was ist denn das da in deiner Handtasche? Oh, das Gelache geht auf den Keks. Oh, das ist mein kleiner Freund, Bugel. Okay.
Okay, er hat neue Sachen gelernt. Er tut ihnen nicht weh. Er mag Menschen. Ja, na, dann passt er aber keine Menschen. Nicht hierher. Genau. Ja, wenn er aber schlau ist, dann bleibt er von meinen Möbeln weg. Okay, guck mal, hier liegt eine Kachel. Was ist das denn hier? So, jetzt können wir hier irgendwas machen. Ich rede mal mit ihm hier. Hallo, junger Mann. Hat er dich angefasst, Junge? Nicht wirklich, Mama. Was soll das heißen, nicht wirklich? Fass den Jungen nochmal an und ich hol die Polizei. Wir brauchen keine eingebildeten Fremden von irgendwoher, die unsere Kinder begrabbeln. Alter. Alter, so, was ist das hier? Hey, was machst du da? Lass das liegen! Hey, was machst du da? Lass das liegen! Kurz mal was ausschreiben. So, dann erzähl mal, warum ich das liegen lassen Frau muss. Frau Bitternat, ich wüsste gern... Egoistisch, das sind Sie. Haben jahrelang direkt auf der anderen Seite der Schlucht gewohnt. Und hören wir jemals von Ihnen? Wie bitte? Was? Ach, dieser König Rupert. Der macht jeden Lapskaus ranzig. Wohnt fast direkt nebenan und lädt er uns jemals zu sich ein? Nein! Man sollte fast glauben, der hält sich für was Besseres als wir oder so. Oh, das Lachen. Das ist so schrecklich. Aber so war die Sitcoms, ne? Okay, haben wir hier doch was? Fernseher nicht? Hey, was machst du da? Lass das liegen! Warte mal, können wir das Juju tauschen? Moment mal. Nee, leider nicht. Schaufel? Nee. Nee. Aber mit dem Juju? Nee. Was mit ihm? Wie geht es Ihnen, mein Herr? Mein Name ist Thorin. Lass ihn in Ruhe. Der hat seit Jahren schon nichts mehr zu sagen. Oh. Okay. Ich kann mir denken, warum. Hier ist aber erstmal nichts weiter. Okay. Schnell, Bug, spring rein. Wir hauen es mal ab. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Bobby Bitternat sagt. Das war in meinen Hosen? Ach Gott. Oh, so schlecht. Bitternats wird nicht vor einem Live-Publikum gefilmt. So, dann ging es hier auch noch runter, ne? Was haben wir denn hier? Hallo. Sie ist so mit Waschen beschäftigt, sie hat mich nicht einmal bemerkt. Hallo. Sie ist so mit Waschen beschäftigt, sie hat mich nicht einmal bemerkt. Was ist das hier? Eine Wäscheklammer. Jemand hat diese Wäscheklammer einfach hier hängen lassen. Ist das skandalös, ist das. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt den Scrolly-Balken hier. Ach du Gott, hier ist ja eine Menge los. Das heißt, wir können hier noch weiter nach unten, richtig? Zurück in die Tasche, mein Freund. Geht das hier auch noch runter? Ach, hier. Ich rede mal kurz hier. Oder interagiere mal hier. Hallo, mein Name ist Thorin. Oh, der hat ja zwei Köpfe. Hey, verschwinde da! Ach, Eingeweide, du bist so ein miese Peter. Hallo, Junge. Hallo, darf ich vorbeigehen? Aber natürlich. Nee, das ist unser Vorsprung.
Wir können nicht einfach runterspringen. Noch ein Geweide. Ignoriere ihn einfach. Er ist nur ein missmutiger alter Miesepeter. Sprich nicht mit dem Gekröse. Er hat nichts Gutes vor. Ich mag ihn nicht. Außerdem ist er hässlich. Okay. Hässlich? Also wirklich. Ja, du bist hässlich. Du bist dürr und lang. Ich hab zwar schon mal eine Person gesehen, die so lang war wie du, aber... Ach, Eingeweide, hör auf. Und wenn ich es recht bedenke, junger Mann, du erinnerst mich tatsächlich an jemanden. Jemanden Besonderes. Von Adel. Und sie wäre keine schlechte Partie für jemanden, der aussieht, für jemanden von deiner Erscheinung. Mhm. Sie? Oh, wirklich. Aber ich nehme für gewöhnlich keinen Rat bezüglich Frauen von Geiern an. Andererseits käme ich gerne an euch vorbei, damit ich diese Treppe benutzen kann. Würde es euch etwas ausmachen, kurz euer Nest zu verlassen? Ausmachen? Natürlich nicht. Vielen Dank. Macht mir nichts aus, weil ich es nicht tue. Also Eingeweide, ein kleiner Flug würde uns wirklich nicht schaden. Mein Flügel könnte jedenfalls etwas Bewegung gebrauchen. Nee, mein Flügel ist in Ordnung. Ich bewege mich nicht. Ich bin hier glücklich. Ich befehle euch hiermit, wegzufliegen. Und ich befehle dir, den Mund zu halten und... Habe ich es übrigens erwähnt? Verschwinde! Man kann einfach nicht mit ihm reden, wenn er schlechte Laune hat. Und ich habe immer schlechte Laune. Buh! Oh. Ja, aber klar. Weißt du, er denkt immer nur an das eine, seinen Magen. Vielleicht kommt hier etwas totes Fleisch hier vorbeigeflogen. Man kann ja nie wissen. Danke. Vielen Dank für nichts. Buh! Okay. Ja, weil danke. Buh! Ja, aber klar. Okay, weil da passiert nichts weiter. So, hier oben war da auch noch eine Höhle, ne? Oh, was ist das? Ich hab es. Das sieht nicht gut aus hier. Was für ein Gestank! Ich frage mich, was da drinnen ist. Das sieht aus wie ein geschlossenes Maul, hä? Ist hier irgendwas? Nee. Hier bräuchte ich eine Taschenlampe oder so. Das sah aus wie ein... Hä? Tja, aber hier geht's nicht weiter. Hunger, warte mal. Hunger. Hallo. Sie ist so mit Waschen beschäftigt, sie hat mich nicht einmal bemerkt. Guck mal, hier ist noch ein... Nee, das ist das. Nun, wen haben wir denn da? Es ist schön, dass jemand hier tatsächlich höflich ist. Was ist das da hinten? Guten Tag, Sir. Ja, das ist es, nicht wahr? Aber hier im Paradies ist jeder Tag ein guter Tag. Das ist das Paradies. Ein Land, das so schön ist wie dieses, sollte Paradies genannt werden. Vielleicht sollte es das, aber wir nennen es Escarpa. Aber die eigentliche Frage ist, wie nennen wir dich? Verzeihung, Sir. Mein Name ist Thorin. Thorin aus der Oberwelt. Ich bin Rupert, König von Escarpa. Und das ist meine wunderbare Frau, Königin Dai. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ihr soll gehen. Wie bitte? Ich sagte, angenehm. Oh, wie nett. König Rupert, Königin Dai,
Ich bin auf der Suche nach Lucentia, einer bösen Zauberin, die vielleicht in dieser Gegend ist. Haben Sie von ihr gehört? Ich habe von keiner Lucentia gehört. Wenn er überhaupt was hört, kann er sich nicht erinnern. Wie bitte, meine Königin? Ich sagte, wenn er was gehört hätte, dann könnte er sich auch erinnern. Ja, das ist wahr. Sie ist nicht hier in Escarpa, junger Mann. Vielleicht ist sie in einer anderen Welt unter uns. Aber du kannst gern als mein Gast hier bleiben, solange du möchtest. Vielen Dank, Majestät. Wissen Sie, wie man in die Welten unter Escarpa gelangt? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es eine Verbindung gab, als ich ein junger Mann war. Aber in der letzten Zeit haben wir niemanden aus den anderen Welten gesehen. Ich weiß nicht, warum. Ich vermute, wir haben einfach die Verbindung verloren. Ach so. Das kannst du wohl laut sagen. Hä? Das habe ich nicht gehört, Dai. Dai? Ich sagte, müssen wir wohl mal nachfragen. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich wusste nicht, dass du dich für Staatsaffären interessierst. Andere Affären sind mir lieber. Oh. Ich kann nicht lange in Escarpa bleiben. Ich muss Lucentia finden. Ich verstehe. Aber falls du auf deiner Reise eine junge Frau namens Lena triffst... Lena? Würdest du ihr bitte eine Nachricht geben? Na klar. Natürlich. Aber wie soll ich sie erkennen? Wie sieht sie aus? Lena ist sehr groß. Fast so groß wie du. Oh. Und fast genauso hässlich. Wie bitte? Ich sagte, hoffentlich ist sie nicht unpässlich. Oh. Und wie heißt die Nachricht? Ist Lena aus Escarpa? Natürlich. Sie ist meine Tochter. Oh, wirklich? Eine Prinzessin? Ist sie schon lange fort? Und so hässlich? Nur seit ein paar Tagen. Aber Eltern machen sich trotzdem Sorgen. Ja. Ich verstehe. Ich weiß, wie es ist, wenn man eine geliebte Person vermisst. Ja. Dai, mein Liebling, warum gibst du dem Jungen nicht etwas von deinem Schmuck? Auf die Weise weiß Lena, dass wir ihn geschickt haben. Oh Mann, hast noch alle Tassen im Schrank. Was war das? Ich sagte... Die ist fällig. Mama schickt dir dieses Medaillon als Pfand. Oh ja, gute Idee. Hier, Thorin, nimm das hier. Siehst du? Ein Bild von Rupert und mir ist darin. Ich werde darauf aufpassen, bis ich ihre Tochter finde. Oh, dieses Klavfünf da. Wie nennt man das? Das ist ja schrecklich. Ach so. Interagieren. Oh, man kann... Oh, ist das hübsch. Och, ist das hübsch. Ist das hübsch. Wahnsinn. Aber was man damit macht? Wahrscheinlich irgendein Muster dann später bebauen. Okay, raus mit dem Ding und weiter. So, was ist der? Können wir nichts machen. Ist es rauf und runter? Oder runter und rauf? Ist egal, Hauptsache in Bewegung, ne? Mir gefällt das Kunstwerk über Ihrem Thron, Majestät. Kunstwerk? Oh, vielen Dank. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass meine Scherbensammlung unvollständig ist. So unvollständig wie dein Gedächtnis. Was hast du gesagt, Liebling? Ist die grantig, die Alte. Ich sagte, alles ist unvollständig verglichen mit deinem Gedächtnis. Oh ja, ganz recht, ganz recht. Was meinst du, Junge?
Ist sie nicht etwas Besonderes? Ja, das ist sie. Besonders. Mir gefällt das Kunstwerk über ihrem Thron, Majestät. Was meinst du? Ja. Ihre Majestät, ich kann sehen, dass Sie ein Liebhaber von Kristallen sind. Ja, und das ist auch schon alles. Was hast du gesagt? Ich sagte, für die einen Anspielung, Alter. Tut er alles. Die Anspielung von allen. Aber sprich weiter, Junge. Ich biete Ihnen untertänigst dieses Geschenk aus dem Oberland an. Ich vermute, wenn wir das jetzt nicht abgemacht hätten. Ah, die mussten wir ja, sonst hätten wir das gar nicht. Ah, verstehe. Ja, natürlich. Sonst wären wir gar nicht beim alten reingekommen oben. Und drin gesteckt. Und so wie diese einfache Scherbe die Verbindung herstellt zwischen den zuvor getrennten Kreisen über uns, so sollen auch unsere zwei Welten verbunden sein durch den Frieden und das Verständnis, das von oben kommt, wissen Sie. Hört. Bravo. Zum Teufel, wovon spricht der Junge denn da? Du kannst mich schlagen, ich weiß es nicht. Dai, was hast du gesagt? Ich sagte, du kannst mich schlagen, ich weiß es nicht. Ich werde darauf zurückkommen. Vielen Dank, Thorin. Und als Gegenleistung würde ich dir gerne diese Einladung zum königlichen Ball nächste Woche überreichen. Toller Tausch. Scherbe für Freikarte? Du Geizhals! Was? Was hast du gesagt, Dai? Ich sagte, ich hoffe, er ist noch frei. Es ist schon so bald. Oh, ja. Junge, komm bitte. Vielen Dank, Majestät. Okay. Ist es zurück, dann vorwärts? Oder vorwärts, dann zurück? Okay, das ist mir zu tiefsinnig. Was haben wir hier? Was ist das hier? Hoffentlich haben wir hier nicht, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Doch. Das sieht lecker aus. Ach, die haben wir ja noch gar nicht. Man kann ja bestimmt hier noch ein paar Sachen entdecken. So wie bei dem Medaillon hier. Können wir das aufmachen? Nee. So, was haben wir hier noch? Ich glaube nichts mehr, oder?